Hallöchen, willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Die erste Mission, die wir mal hier haben, wo wir Leichen entgiften müssen, das gucken wir mal an bei einem mittleren Run im Wald. Schön. Ach, keine Falle, aber ein Hindernis gleich mal im Weg. Na super. Gleich mal die erste Schaufel weg. A victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Er ist neu, oder? Sie auch. Verderbte Vettel. Ja, das war bei Ferrari schon so. Der verfluchte Riese sieht aus, als würde er ordentlich zuhauen. Und er hat auch richtig krasse Resis. Vielleicht sollten wir ihn als erstes angehen. Wie viel würdest du denn eigentlich machen? 4 bis 6 Schaden. Da hätten wir nur eine 50%ige Chance, ihn zu betäuben. Nö, wir hauen zu. Könnten die beiden hoffentlich auch vergiften? Erz? Ach ja, übrigens, ich wollte ja hier 2 von denen reinschmeißen. Das Problem ist allerdings, das lässt er einen nicht. Von daher habe ich hier insgesamt 60% Gifthauch dazu. Das sind 190. 100% vergiftet hier hinten. Und hier zu 90%. Ausgewichen! Oh, die Troller da hinten. Der einfach meine Backline anfällig. Wie schaut's aus mit Zurückstoßen? 65%. Ja, wir versuchen den mal nach hinten zu kriegen. So, ist gut. Betäubt, nach hinten geschoben. Der macht jetzt gerade gar nichts. Oh. Verwirrung. Ich wollte gerade sagen, das hört sich an, als würde der uns hier rumwürfeln wie blöd. Das Schöne ist, mit ihm kann ich jetzt gar nichts machen. Du kannst ganz vorne auch nichts machen. Dann wäre das jetzt blöd, sich nach hinten zu stellen mit ihm. Wir passen, holen uns dadurch ein bisschen Stress. Ja, die sind eigentlich noch nicht so angeknackt, meine Leute. Wir machen Schaden. Und betäuben, hey. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber der Wald wirkt stressig. Sie ist aus ihrer Deckung rausgekommen. Dann hauen wir mal zu. Ja, bei ihnen hätte ich jetzt dann auch eine andere Fähigkeit reinmachen sollen. Oder hat er die überhaupt? Bin mir gerade nicht sicher. Eine Fähigkeit, um nach vorne zu kommen, halt, ne? Nee, hat er gar nicht. Das war jemand anderes. Ich muss. Damn, das ärgert mich. Ich muss ihn halt nach vorne bringen. Ja, er kann halt nur da hinten angreifen. Das ist nervig. Ich versuche mal hier in der Betäubung reinzuklatschen. In Radiance may we find victory. Nein. Ah, dass wir auch kreuz und quer geschoben wurden, ist alles andere als prickelnd. Weil ich mit ihm auch langsam mal nach vorne könnte. Nein! Die olle Troller!
Ja, wir schieben uns hier mal ein bisschen. Harmloser Schlag. 6 Schaden. Ja. Ask prüft. 31? 31 fucking Damage. Ja, moin. Oma ist tot. Gut. Wow, 31 Schaden. Ich muss hier vorne weg. Oh, ungünstig, dass er noch am... Oh, scheiße. Oh. Er kann jetzt wenigstens wieder angreifen. Oh, komm schon. Na, passt, danke. Alter. Aber gut, dass der mich nach hinten geschoben hat. Dann kann ich jetzt wenigstens was machen. Aber das ist schon böse. Das ist schon böse, dass wir hier so aufs Maul kriegen. Jawohl. Hätte ich ihn zwar auch nicht vergiften müssen, aber passt schon. Nee, ich versuche die beide zu heilen. Beide brauchen's. Gott sei Dank. Alter, schon die 7. Runde. Hoffentlich kommt jetzt keine Verstärkung. Da kann keine Verstärkung mehr kommen. Du, was ist das denn? Plus 40% erhaltene Heilung. Was hast du für Teile drin? Hm. Ja, ich glaube, da wechsle ich das. Ach ja. Zack. So. Bitte wieder normal hinstellen. Huhuhuhu. Was ist das denn? Ach, das ist ein infizierter Leichnam. Okay. Ah, dann haben wir wieder einen Platz. Im Inventar. Oh, jeez. Also der Kampf war schon böse. Oh, die Hunde sind auch noch neu, glaube ich. Ja, Quellender Weißer. 20 Life statt 10 wie die anderen. Ausweichen 36. Ja, moin. Jo. Fast schon. 6 Schaden pro Runde. Mal wieder nichts mitgenommen. Jawoll! Oh, erstmal hier die Blutung rausnehmen. Alter, 6 Schaden pro Runde ist echt zu viel. Oida. Muss das sein, dass die alles ausweichen? Oder allem ausweichen? Und auch noch Kritten. Komm schon. Tollwut haben wir auch noch. Ah, super. Die sind beide gleich präzise. Hm. Euch da. Hört ihr vielleicht mal auf? Juhu! Hinten reingekrittet, schön. Aber er hat noch keinen einzigen Schaden. Ich habe jetzt ja nur einen einzigen Hit gelandet. Ist ein bisschen ungünstig. Endlich ist ein Viech weg. Jeez. So, dann vergiften wir den Dude da hinten. Der muss jetzt langsam mal live abbauen. Ey, wir bluten nicht, Schnieke. Können wir dem ins Gesicht schießen? Braver Bautz. Brav. Hm. Ja, wir haben ja wieder keinen Laudanum mitgenommen. 140%. Oh, nee. Auch betäuben. Oh.
Jetzt habe ich natürlich den Skill nicht mehr mit drin, der mir was gebracht hätte. Und zwar Ausweichen reduzieren. Na, super. Wenigstens trifft er, weil hier auch... Ah, ich dachte, er hätte hier irgendwelche Genauigkeitsdinger dabei, aber nö. Ach komm, was soll's. Wir heilen lieber. Die zwei Dudes. Also 14 als Crit ist auch nicht so prickelnd. Dafür, dass die Waffe hier ordentlich am Start ist, aber er hat halt 40% Abwehr. Das ist halt die Sache. Und ich habe nichts, was durch die Verteidigung durchgeht, leider. Außer natürlich Gift. Also er ist auf jeden Fall nächste Runde Geschichte. Ja, lass mal versuchen, hier noch irgendwelche Crits rauszuhauen zum Stresslindern. Jawohl, ja. Ey, wir sind schon 11 Minuten hier drin und sind gerade mal im zweiten neuen Raum angekommen. Ah, super. Das Ding musste man, glaube ich, mit Weihwasser beträufeln. Okay, keiner holt sich das einfach so gut. Ich glaube, das gab uns einen positiven Effekt. Da möchte ich aber nichts verlieren. Aber er hier, Max? Ja, wenn du hier ein bisschen Weihwasser drauf machst. Meereshöhlenforscher. Hm. Naja. Immerhin ein bisschen vorteilhafter als Fernkampf. Zeugs mit als Effekt drin zu haben. So, Giftfläschchen. Nehmen wir wieder mit. Was wartet jetzt auf uns? Wieder so ein langwieriger Kampf? Oh, die leuchten ein bisschen rötlicher. Die sind sogar klebrig, ne, Mahlzeit. Die haben so viele Resistenzen. Wir machen einfach Schaden rein. Jawohl. Einer im Arsch. Ja gut, wenn die keine Verteidigung haben, sind die leicht umzuklatschen. Dann machen die Waffen wirklich Schaden. Aber sonst... Okay, wir müssen hier unten reingucken, falls es hier noch einen Leichnam gibt. Ich habe auch gelesen, die Dinger macht man mit Bandagen weg. Haben wir natürlich mal wieder keine mitgenommen. Hier ist noch ein Leichnam. Nice. Plopp. Noch ein Hungercheck. Ich habe nur noch 2 Food. Ich habe mich eigentlich darauf verlassen, dass ich an ein paar Kadavern vorbeikomme. Deswegen habe ich mir hier Heilkräuter statt Essen mitgenommen. Das könnte sich als Fehler herausstellen. Vergessenes Gepäck, da ist ein Schloss dran. Laden with loot are often low on supplies. Ich glaube, ich leg mal das Geld weg in Hoffnung, dass wir hier noch mehr Stacks kriegen. Komm, gib mir irgendeinen Kadaver, der dann aber auch bitte nicht angefasst wird von jemandem. Das sind keine Kadaver mehr. Das sind definitiv keine Kadaver mehr.
8 bis 16. Okay, der wird an Gift verrecken. 12 bis 20. 12 bis 22. Jawohl, gut, passt. Der Trupp ist auch Geschichte. Und die lassen wohl nie Loot liegen. Push on to the task's end. Ich brauche einen Kadaver. Das da ist kein Kadaver. Hm. Da wird auch nie Food rauskommen, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Hm. Okay. Wir versuchen erstmal den Vorderen rauszunehmen. Ah, den. Ja, den können wir halt stunnen. Das macht auch nur 2 bis 3. Okay, dann wird hier mal ein bisschen gestunt. Dann müssen wir den nicht sofort angreifen. Hm, ich nehme für hinten, damit beide vergiftet werden. Ja. Sehr nice. Und. Sollen wir hier schon mal drauf kloppen? 5 bis 10 ist halt auch so. Alles andere als prickelnd. Der lässt sich auch nicht so dolle schieben. Ah! Widerstrebt mir ein klein bisschen. Ah, der überlebt das immer noch. Ah, und wir sind gestunt und machen deswegen keinen Gegenangriff. Oh. Das hätte es uns so viele Probleme erspart. Den hätten wir vielleicht rausgekriegt und so weiter und so fort. Aber immerhin kriegen wir den raus. Der stirbt jetzt am Gift. Oh, das macht auch Präzision. Präzisionsschwächung. Alle sind ausgewichen. Erst 3. Wie viel Gift kriegst du jetzt? 20. Ja, der ist tot. Der ist im Arsch. Und noch so einen krassen Teppich. Da ist aber kein Food drin. Schade. Damn. Ich wiederhole mich vielleicht, aber... Ich brauche einen Kadaver. Und Philipp, wie du rührst den Kadaver dann an? Hm. Oh, jeez. Ich habe ein echt ungutes Gefühl. Okay, wieder kein Kampf. Immerhin. Die Truhe lasse ich jetzt mal. A handsome reward. For a task well performed. Ja. 6 Urkunden? Ja, dann schmeißen wir die 2000er weg hier. Und die Urkunden nehmen wir auch noch mit. Aber was schmeißen wir dafür raus? Kann ich eigentlich nichts mehr rausschmeißen. Ich schmeiß die Köpfe raus. Oh, warte. Dann lieber die Wappen. Kadaver. Mind that such missteps are the exception and not the rule.
Naja, das hätte uns eventuell selbst zu einem Kadaver verwursten können. Oh nee. Oh nee. Ah, vor allem kann er sich in die Backline feuern. Fuck. Nervt mich ein bisschen gerade. Du kannst vorne nichts machen. Du kannst ganz vorne auch nichts machen. Ich muss die irgendwie nach vorne kriegen. Scheiße. Ich marschiere nach vorne. Ganz gemütlich. Oh, komm schon. Philipp lebt gefährlich. Ah, immerhin ist einer weg. Und jetzt können wir ganz gemütlich Heilungen spielen und solche Sachen. Vielleicht ein bisschen Blutung rausnehmen. Vielleicht den Dödel nach vorne ziehen. Ist gezeichnet, aber nur für die eine Runde. Ne, für zwei Runden. Das heißt, du machst da auch extra Schaden. Das waren 90% extra. Ich sorge lieber für Gift, als dass ich mich entblute. Ganz einfach, weil wir hier hinten ja unsere Heilerin haben. Super! Nice. Nächstes Mal kriegt er 7 Schaden. Nö, er kriegt doch keine 7 Schaden nächstes Mal. Ich mag das, wenn der genau das hier sagt. Na komm, lass mal hier reingucken. Okay, noch mehr Urkunden, dann machen wir die Bücher weg. Bücher. Porträts, glaube ich, waren das. Oh nee, nicht schon wieder die Trollar. Ach, weil wir sie nicht sehen und da kein anderer ganz hinten ist. Ungünstig. Den braucht es eigentlich schon fast gar nicht, den hier. Nö, dann lass es dem einfach versuchen umzustellen. Ah, 13. Schön gekrittet. Was, da kam kein neuer? Ah ja! Muss das? Scheinbar musste das. Okay. Der wird weggekrittet. Ah, und den treffen wir nicht. Wir haben aber auch 10 weniger Präzision. Hätte ich vielleicht wegmachen können. Also hätte ich wegmachen können, hätte ich vielleicht machen sollen. So rum. Ja, der Wald ist mir irgendwie die unliebste Region, wo man hier sein kann. Na komm, wir nehmen mal den Gegenangriff mit rein. Bringt nichts, wenn der hinten reinhaut. Ja, komm. Lass die Trolle rausnehmen. Nice. Oh, 56. Halt mich fest. Toll, jetzt habe ich hier wieder sowas. Nee, komm. Passt schon.
Oh, Gott sei Dank hat er keiner rangefingert. Ich krieg Futter. Yes. Bin wieder am Start. Ah. Okay. Ah, das war verschwendet. Ich möchte jetzt nämlich campen. Campen? Ich möchte campen. Oder Camping betreiben. Bisschen Stressheilung bitte. Dann sorgst du dafür. Oder möchtest du dafür sorgen? Nö. Du sorgst dafür. Wir erhöhen die Chance, den Monster zu überraschen. Moment, wir haben doch... Ja, du hast Tollwut gekriegt. Du hast auch Tollwut. Warte mal, 10 Präzision plus... Aber plus 15 Schaden. Ich glaube, ich nehme seine Tollwut raus. Die Präzision ist ein bisschen heftig, dass die weg ist. Und es gibt schon einige, die eine Größe von 2 haben. Dann nehmen wir das jetzt auch. Keiner hat mehr was für 1. Okay. Gute Nacht, Leute. Und guten Morgen. Zack, der Falle ausgewichen. Oh nö. Hey. Da gibt es 2 Kuriositäten. Oh, da ist der letzte Quest-Dings. Okay, wir gehen mal weiter. Schaut's mit unseren Fackeln aus? Leer. Wir drehen gleich um und machen die Quest zu Ende. Wenn wir dazu kommen. Das habe ich ja auch den Stun rausgenommen. Da war ja, aber die haben 50% Abwehr. Das ist mies. Versuchen wir den mal nach hinten zu kriegen. Vielleicht kann er dann nicht richtig gut agieren. Oh, schön gekrittet. Okay, er ist down. Können wir hier vielleicht noch mal 65 beide... Ja, komm! Versuchen wir den noch zu stunnen. Hat nicht so wirklich funktioniert. Schade. Hab irgendwie das auch nach vorne gezogen. Kann trotzdem noch die Fluchtwolke machen. Oh. Toll. Die 6 Schaden nehme ich jetzt mal. Also weg. Oh, er hat noch genau einen. Die Markierung ist es nicht so tragisch. Wir sind gar nicht markiert. Oh. Moment, was hast du hier? Ach so, der betäubende Widerstand. Boah, Kritten? Kritten kann er. Okay, wird auf jeden Fall Heilungen in Anspruch nehmen, aber wir werden hier auch Gift reinschmeißen schon mal. Es sind hier zwar 3 Schaden drin, aber was soll's. Jawohl, der hintere ist weg. Also, nicht die Leiche, sondern er hier. Ja, beide halt, aber... Wichtig ist, dass der da flöten geht. Ah, oh, kein Gegenangriff mehr am Start. Okay, ich sorge dafür, dass der mich angreift.
Ja, lass mal gucken. Vielleicht kriege ich noch eine Heilung rein. Ja. Sehr schön. Okay. Können wir alles mitnehmen? Eine unverschlossene Truhe. Da schmeißen wir das Billiggelumpe raus. Und wir drehen um. Aber den Kampf mache ich auf jeden Fall. Ich habe nämlich keine Lust, da außen rumzulatschen. Aber bevor wir... Ach, wir haben ja keine Fackel mehr. Wir haben 6 Food. Das heißt, wir werden... zumindest mal die 2 essen. Wir brauchen nämlich 4, wenn ein Hungercheck kommen sollte. Ja, und dann... Abmarsch! Was ist das denn? Gigantisches Ektoplasma. Okay. Das sieht dick aus. Hat doch Abwehr mit drin. Mal gucken, was das anstellen wird. 100% Gifthauch Resi. Und er wird vergiftet. Genauso mag ich das. Jo. Schön, ein bisschen Stress weggenommen. Schleimleich. Du wirst gleich als Leiche hier weggeschleimt werden. Oh, ja. Wenn das Einzige ist, was wir machen können, dann heilen wir halt. Oh, kein Gegenschlag. Ach, wie schade. Die arme Oma. Die arme Oma. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Oh, dann ist hier einmal das Questteil. Wir bleiben noch und holen uns die Kiste auch noch. Dann ist wenigstens auch der Schlüssel aufgebraucht und wir können nicht alles mitnehmen. Machen wir so. Ab nach Hause! Ja, wieder mal die 30.000. Hier auch ordentlich was mitgenommen, vor allem Urkunden. 20 Stück. Fleckfieber. Weniger Gifthauchresistenz ist nicht so prickelnd. Oh. Sonnenschein im Dickicht. Heilkräuter werden in den umliegenden Wäldern gesichtet. Eine Seltenheit in dieser Gegend. Erfahrungspunkte und extra Schaden im Wald. Ja moin. Das heißt dann wohl, wir gehen nächste Runde in den Wald. Du musst ein bisschen entstressen. Lass mal kurz nach Stress sortieren. Du musst auch entstressen, du kannst nur hier rein. Dann sind unsere Pestdoktoren beschäftigt. Oder die Doktorinnen. Dann wirst du die Tollwut heilen, du das Fleckfieber. Bobby. Befreien wir von der Darmkolik. So. Was können wir denn jetzt hier noch Schönes machen? Die Schmiede, da müssten wir noch hier unten was erledigen. Wir machen die jetzt mal günstiger. Ein schärferes Schwert, ein stärkeres Schild. Anything to prolong a soldier's life. Ah, du müsstest eigentlich auch ein bisschen entstressen. Warte mal, kannst du vielleicht auch einfach ein Bier trinken? Ah ne, halt. Das Bier ist für Max reserviert. Möchtest du einen Puff? Ja, komm. Bisschen schnackseln. Dann sind wir hier eigentlich, was Stress angeht,
ein Gutschwert dabei. Was würden wir denn im Wald machen wollen? Den Boss hier, hm? Der Achtpfünder der Briganten. Was kriegen wir denn hier für die Barbarin? Ja, wenn wenig Licht da ist, krittet die halt mehr. Aber wir würden hier nochmal Urkunden bekommen. Maximal Stufe 2 dürfen die Leute sein dafür. Das heißt, wir haben eine Auswahl von nichts. Unsere Auswahl beschränkt sich auf diese 4 Leute. Du würdest zumindest hier den da benutzen können. Kannst du vielleicht noch hinten mehr benutzen? Ja, nur den Schlachtruf. Du müsstest eigentlich schon hier an der zweiten Stelle sein. Du bist... Du könntest die zwei von der dritten Position aus machen. Würdest damit als... Du könntest eigentlich mit ihm hier vor und zurück gehen. Ja, da könnte man noch was machen. Und was hast du? Du bist eigentlich unser prädestinierter Tank. Ja, du hast doch nur Sachen für vorne. Okay, Leute, wir machen das nächste Runde so. Wir gehen hier hin. Ich werde die ein bisschen ausrüsten, was Skills angeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Und